Und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream. Heute spielen wir das Spiel Sunkenland. Ich habe Akaya gefragt, ob er mitspielen will, und er ist da. Hallo? Hi. Das Spiel ist so ähnlich wie Raft. Wir sind auf dem offenen Meer gestrandet, gehen tauchen, Hai will uns fressen und wir bauen uns eine Basis. Wirklich viel vom Spiel gesehen haben wir beide bisher nicht. Ich weiß nur, Und dass eigentlich so ziemlich alles dich töten will, nicht nur Haie. ist das nicht normal in der apokalyptischen Welt? Also im Gegensatz zu Raft gibt es ja auch Piraten und Mutanten. Und ich darf mir jetzt erstmal einen Charakter erstellen, da ist die Charaktererstellung aber nicht so groß. Also zum Beispiel bei den Haaren, das sieht man bei mir gerade. Ja, vier Auswahl ist da definitiv nicht. Ich brauche lange Haare. Hallo, werte Und die Dame. deutsche Übersetzung ist, naja, auch nicht unbedingt die beste, muss ich sagen. Ich habe vielleicht 4 bis 5 Minuten in das Spiel reingeguckt und direkt so viele Übersetzungsfehler gefunden. Sie sind ja an dem Spiel noch am Arbeiten. Ja, und die deutsche Übersetzung ist für den Müll. So, jetzt erstelle ich erstmal einen Server. Nur für uns. Ist nicht für die Öffentlichkeit sichtbar. Und ich stelle es auch nur auf zwei Spieler. Du kennst das allgemeine Passwort. Ach, ich kann es nicht komplett schreiben. Ist einfach nur Gamer. So. Zufällige Spawns lasse ich mal weg. Wie gesagt, ich schreibe dir noch mal eben kurz, sonst Passwort. Ja, ich muss gerade noch erstellen. Ich finde es zum Beispiel auch lustig, wie hier halt anstatt irgendwie zurückstornieren dort steht bei der Übersetzung. Vor allem im Charaktermenü an sich haben sie es hinbekommen, da steht zurück. Aber wenn du denn bei neuer Charakter bist, da steht dann stornieren. Ich lass mal alles auf Normal und Mittel, ne? Ja, also wäre wohl So. besser. Machst du, wenn ich die Hardcore Survivor. Passwort habe ich dir geschickt. Sterben werde ich wahrscheinlich innerhalb von ein paar Minuten. Also, sagen wir es mal so. Ich habe die paar Minuten, die ich da angetestet habe, überlebt. Ich falle einfach vom Himmel aus ins Meer. Und wie hast du das genannt, den Server? Ich konnte in den, also den habe, den Server habe ich eigentlich Gamer Tiere, meine ich, getauft. Warte, ich muss was umstellen bei der Grafik. Okay, ich habe nur eine Axt. Ich stelle auf jeden Fall die Mausgeschwindigkeit mal hoch. Ja, ich hab die auf Maximum und das ist noch echt langsam. Boah, ich höre dich Also. doppelt. Warte, warte. So. Das Spiel ist echt komisch, muss ich sagen. Also, du musst die Mausgeschwindigkeit halt wirklich auf Maximum stellen. Ja, ich Also. merk's. Also erstmal hack ich mir einen Baum, ne? Ja, ich muss nur sagen, das Inventarsystem finde ich irgendwie so ein bisschen blöd, weil du kannst von dem Holz zum Beispiel maximal 10er Stacks haben. Aber du brauchst irgendwie 6 Holz, um eine Plattform oder so zu Das sind craften. dicke, fette Baumstämme. Akaya hat nicht viel in das Spiel reingeguckt. Er hat genau so viel Spielzeit ungefähr wie ich. Na, doch nicht so Ungefähr. viel. Ja, 16 Minuten hattest du. Ich habe nur in die Einstellungen geguckt und auch schon mal für den Ja. Stream Sagen wir es mal so, voreingestellt. das Einzige, was ich gemacht habe, ist ein paar Plattformen gebaut im Spiel. Bist du noch am Mehr Spawn? nicht. Ich bin noch im Ladevorgang, wie es scheint. Ich will dich gern vom Himmel fallen sehen. Ich bin nämlich auch vom Himmel gefallen. Aber ich finde auf jeden Fall, das konnte ich im Startmenü ja schon sehen. Die Grafiken, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also, es sieht schön gemacht aus, auf jeden Fall. Ja, und trotzdem ist der Körper des Spielers, naja, grafisch passt er einfach irgendwie nicht so ins Game. Ich habe Schrottmetall gefunden. Ach, dieses Floß da hinten, das ist unsers, oder wie? Ne, wir haben glaube ich keine Bude hier, außer die Starterinsel an sich jetzt erstmal. Ich sehe da hinten was Floßartiges. Es gibt verschiedenste Sachen, die wir raiden können. Unsere Basis kann auch geraidet werden von NPCs und so weiter.
Das habe ich auch alles schon in den Infos und im Trailer gesehen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall viel hektischer als bei Raft. Wo ich übrigens letzte Woche oder vorletzte Woche den ersten Part so auch hochgeladen habe. Zu oft. Ja, und da habe ich den ersten Part schon hochgeladen. Hat auch irgendwie eine Zeit gedauert. Ich wollte erstmal gucken, dass ein oder zwei Projekte erstmal weg sind. Ich zerhacke hier gerade alles. Ich habe sehr viel Holz. Ich dachte erst, der Vogel, der da über mir fliegt, bist du, der runterfällt. Junge, jetzt werde ich einfach schon für einen Vogel gehalten. Dabei bist der wahre Vogel eigentlich du. Ah, okay, ich sehe hier gerade schon. Ich mache auf jeden Fall direkt mal einen Speer. Soll ich für dich auch direkt einen machen? Ich mache mal für dich auch einen Speer, ne? Dann kann ich dir direkt eine Waffe geben. Okay, ich lerne das Spiel, während der andere noch am Join ist. Oh, ich habe lecker Erdbeeren für uns gefunden. Im Übrigen, mit dem Spiel haben wir uns zum einen Zeit gelassen, weil das Spiel anfangs, wo es erschienen ist, noch Probleme hatte mit den Speicherfunktionen. Zum einen deswegen haben wir uns schon Zeit gelassen. Und auch weil Akaya recht wenig Zeit bis heute hatte. Der wird auch die nächste Zeit erstmal ein bisschen weniger Zeit haben. Zumindest in der Woche und am Wochenende muss ich mir je nach Bedarf auch irgendwie frei halten, je nachdem, wie das da denn jetzt ist. Dass ihr da Also schon mal hier. Bescheid wisst. Ich habe ein Zelt gefunden. Junge, du hast schon mehr gefunden in dem Spiel als ich. Ich bin nur auf der Insel und baue Bäume ab und dann sehe ich da auf einmal ein Zelt vor mir Ach stehen. ja, das habe ich auch schon gefunden gehabt. Da war doch gerade kurz ein Ladesymbol. Fährst du jetzt vom Himmel? Wenn das Spiel wieder Rückmeldung hat, eventuell. Ich habe hier anscheinend im Multiplayer genauso Probleme, wie ich es in 7 Days to Die habe. Wir haben auf jeden Fall bei diesem Spiel auch eine Karte. Boah, ist die gewaltig. Okay, wir werden lange was an dem Spiel haben. Falls du die Karte gerade bei mir siehst. Nö, bin ich im Stream. Ich baue weiter Bäume ab. Ich habe dir zur Not noch mal eine Einladung geschickt. Connection Timeout steht da. Ja, ich bin im Game drin und werde jetzt wieder ins Hauptmenü geschmissen. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe dir zur Not noch mal eine Einladung geschickt. Ich bin eben schon im Wasser gewesen. Und dann kam die Meldung hier, das Connection Fail. Und dann wurde ich wieder ins Hauptmenü geschickt, nachdem ich schon im Wasser war. Danke, Spiel, sagt man an der Stelle, ne? Boah, kann ich auf springen? Ich habe gerade 10 Millionen Jumps gemacht, um den Shiny hochzukommen. Ja, aber pass auf mit deiner Energie. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie wir uns am Anfang ausruhen können, um unsere Energie wieder aufzufüllen. Das kommt ja alles noch. Ich kann ja mal kurz gucken. Es gibt ja auch ein Baumenü. Ja, fand ich auch irgendwie so ein kleines bisschen unübersichtlich, so ein bisschen wie bei Ein Raft. einfacher Reiniger, Pflanze, einfacher Grill, ein Forschungstisch, den werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall brauchen. Die Betten wahrscheinlich. Also den Forschungstisch kann ich direkt bestätigen, den werden wir brauchen, weil wir können halt so wie in Raft auch noch andere Rezepte freischalten damit. Ja, das ist ja klar. Das ist ein. Ich bin auch mal gespannt, was es hier für Schusswaffen später gibt, also Ah, für die hier sind Klasse. zwei Sachen, die würde ich direkt von Anfang an bauen, nämlich einmal eine Holztruhe. Ich droppe. Oh, ich sehe dich nicht. Ja, ich habe Standbild so ein bisschen. Ich glaube, ich sehe dich. Nee, das ist eine Krabbe.
Junge, für was für Tiere hältst du mich jetzt noch? Okay, Game ist gecrashed. Fängt ja schon gut an hier. Perfekt! Fängt schon gut an. Das mit dem Laden und so erinnert mich so ein bisschen an Seven Days to Die Multiplayer mit meinem Bruder. Da haben wir auch immer keine. Aber ich weiß nicht, ob wir uns wirklich auf der Anfangsinsel niederlassen sollten, zwecks Basis. Ich überlege gerade auch. Vielleicht wäre so eine Wasserbasis tatsächlich ganz gut. So auf offenem Meer. Naja, ich weiß nicht. Also du kannst halt die Plattform einfach so mitten ins Meer reinbauen. Das sind dann einfach so Stelzenplattformen. Das habe ich auch im Trailer gesehen. Und das war auch das Einzige, was ich quasi in dem Spiel gemacht hatte. Bevor ich dann wieder raus. Ich nehme einfach mal alles, was ich hier finde, während du am Join bist, ne? Soll ich dir nochmal eine Einladung schicken? Oder? Wirst du gleich machen müssen. Aber was ich gerade auch sehe, anscheinend können wir später auch einfach Helikopter fliegen. Ich habe das beste Item im Spiel gefunden: eine Gummiente. Und ein volles Inventar. Ja, und. Ich schick die Einladung nochmal. Man kann ja das Zeug später nochmal aus der Holztruhe rausholen. Ich pack die auf jeden Fall hier einmal hin. Ich darf nicht einfach irgendwo bauen. Aber ich finde das System, wie du privaten Servern beitrittst, auch irgendwie so ein bisschen komisch. Du musst die Einladung auf Steam annehmen, dann wählst du in-game deinen Charakter aus und dann musst du in-game nochmal akzeptieren. Ich sehe keine Probleme. Das da hinten ist doch eindeutig ein Floß. Bin ich mir doch nie ein. Nur weil es auf dem Wasser ist, muss es kein Floß sein. Wie gesagt, es gibt ja auch Plattformen. Ich glaube, man darf auch nur auf Plattformen bauen. Außerdem gibt es auch noch ganz viele andere Sachen. Es gibt da zum Beispiel zusammengefallene Hochhäuser und so weiter. Also es gibt ziemlich viel an sich. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Holzfundamente gebaut. Wird schon passen. Auf denen kann man sich ja niederlassen. So, darf ich die Holztruhe jetzt bauen? Ich darf. Und dann kommen die Banditen einfach mit Helikoptern. Ui. Ist das die Vorderseite? Nee. Ich droppe. Ich hoffe, dass es nicht wieder crasht. Ich wüsste gerne, wo du bist. Ich sehe dich nicht. Ich sehe aber die Insel. Im Standbild. Ja. Ich sehe tausende Inseln. Ich sehe die Anfangsinsel, wo du auch drauf bist. Akai ist im Spiel beigetreten, stand da gerade. Ich sehe dich, du bist im Wasser. Naja, jetzt auf Plattform im Wasser. Ich pack einfach mal das Zeug, was ich habe, gerade da rein. Warte, die Gummiente muss ich verwenden. Ich habe keine andere Wahl. Ich frage mich auch, ob das hier quasi so eine Art Party-Invite gibt oder wie in anderen Survival Games, dass du irgendwie so eine Gilde machen kannst. Da, ich sehe dich. So. Ich sehe dich endlich. Hier in der Kiste habe ich für dich ein Holzspeer reingepackt. Ich weiß nicht, wie ich hier auf die Plattform kommen soll. Ich bin einfach hochgesprungen. Kann ich auch... Das ist echt warte mal. Komisch. Kann ich auch... Man könnte es eventuell mit... Da, warte mal. Ich brauche mal 6 von dem Holz. Dann mache ich eine Treppe. Ach, du bist schon dran. Aber du hast zumindest anscheinend herausgefunden, wie man Schrottmetall bekommt. Da habe ich... Ich bin getaucht und da war was im Wasser. Was so schrottig aussieht, also als ob da irgendein Föhn explodiert wäre. Ich habe auch 1-2 Minuten gebraucht, bis ich Schrott gefunden hatte. Okay, ich habe an der einen Seite eine Treppe dran gepackt. Oder besser gesagt eine Leiter. Auf der anderen Seite. Wenn ich kann, mache ich auch noch auf der Seite eine.
Und ich glaube, ich bin da in diese Richtung irgendwo gelaufen, als ich alleine gespielt hatte. Ich finde es auch lustig, dass hier zum Beispiel auch eine Autobahn unter Wasser ist. Ja, also eine Zivilisation ist offenbar wie bei Raft untergegangen, nur dass man hier die Zivilisation unter Wasser auch sieht. Also irgendwo, ich Sind hatte das gesehen, Delfine? ja, Nee, wie heißen hier diese Fische irgendwo. mit diesen spitzen Enden? Marlin heißen die, oder? Schwertfische. Es gibt einmal Schwertfische und es gibt einmal so Marlins. Ja, aber es gibt hier auch zum Beispiel, wenn du den Inventar öffnest, oben den Reiter Mission, da hast du auch so ein bisschen Vorgeschichte. Ist Friendly Fire an? Ja, danke, ich habe jetzt nur noch Half-Life. Ja, jetzt entwickelt. Aber da steht zum Beispiel, dass du halt gekidnappt und gefoltert wurdest in einem dunklen Raum. Da müssen wir aufpassen, wenn wir Sachen abbauen, dass wir uns nicht aus Versehen gegenseitig verprügeln. Aber hier, das meinte ich zum Beispiel, hier ist so eine Autobahnbrücke. Und in die Richtung bin ich halt geschwommen, als ich Ja, ich alleine seh's. gespielt habe. Das Spiel hat auf jeden Fall auch eine eigene Story, wie bei Raft. Also da bin ich echt schon gespannt, was wir da erfahren werden. Und die guten Links Erdbeeren von alle dir ist aufsammeln. übrigens das Zelt, was ich gefunden hatte. Ich weiß, ich kenne diese Insel ja schon. Ich war ja schon mal auf dieser Insel. Aber anscheinend heilt man nicht so passiv wie in Raft, aber man muss sich halt wirklich heilen. Ich habe einmal Kräutermedizin und Verbände hier in der Kiste hinter mir gefunden. Wie schön, Ich dass habe die ja auch nie Samen, mit. die aus den Bäumen kommen, Buschsamen heißen. Wird zur Blutstillung verwendet. Die Lebensmitteldose gibt Gesundheit. Ja, das wollte ich ja auch gerade erwähnen, Und aber die bevor ich mich. Kräutermedizin. Hier, die Kräutermedizin schenke ich dir. Einfach rausziehen. Ne, da unten ist ein Symbol. Aber ich finde es auch ganz gut so, dass es hier halt keine Haltbarkeit bei den Werkzeugen gibt. Ja, das ist angenehm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man schon nicht gerade wenig Ressourcen braucht für Werkzeuge. Ich meine, Holz kriegst du eh im Überfluss. Aber zum Beispiel hier für die Grobeer-Axt, frag mich nicht, warum die so heißt. Ist so. Ich glaube, die späteren Sachen werden richtig viel Materialien fressen. Dass du anfangs das noch hinterhergeworfen bekommst und dann später richtig dafür kämpfen musst. Auf der Insel haben wir jedenfalls fast alles abgebaut. Hier ist fast nichts mehr. Ja, das passiert halt, wenn man die Menschheit einmal wieder was machen lässt. Weil ich habe einfach Benzin gerade gefunden. Was ist das denn hier? Aus Unter dem Wasser? Auto. Hast du ein Auto gefunden? Ja, das ist halt auf der Brücke. Das Auto kannte ich schon. Ich hatte Was? gehofft, dass ich da drei Stoff rauskriege, Porsche oder ein aber. Opel? Alles. ich pack mir auch mal das Essen hier unten rein und den Verband. Aber ich bin an sich auch mal gespannt, was passiert eigentlich, wenn man hier down gehen sollte. Also, es hieß irgendwas mit den Betten. Du gehst schon So, auf dich habe ich auch Tauchgang? gesehen. Ja, weil hier noch ein Auto ist. Komm schon, Stoff. Einmal Stoff, ja. Nein, wow, ich habe nur einmal Stoff bekommen. So, ich Und packe. dafür nochmal wieder Komponenten und Benzin. Ich denke mal, So. die Komponenten sind auch später wichtig für die moderneren Sachen, für Apropos, ich die baue mal ein Maschinen und so. Holzregal hier hin, damit wir unser Holz da reinpacken können. Okay, man zieht das nicht rüber, man spammt die Taste. Und wie es scheint, muss man halt auch später hier so Tauchequipment machen, weil ab einem gewissen Punkt wird es halt immer dunkler, wenn du runtertauchst. Warte, ich pack grad rüber. Also die Pilze, die würde ich ja eigentlich nicht sofort fressen, ne? Ich fress gar nichts jetzt erstmal. Außer hier das Auto in Hoffnung auf Stoff. Ja, wir bräuchten erstmal sechs Stoff, damit wir überhaupt die Betten haben. Oh, Roteisen. Ja, die einzige Quelle, die ich bisher für Stoff kenne, ist halt Autos. Wo bist du denn?
Ich bin getaucht. Ich bin auf der Seite, wo unsere Ich habe Holzkohle. temporäre Basis ist. Ich bin an dem Haus, das an unserer Basis ist. Also an unserer Standbasis. Boah, war da viel Stoff drin. Oh, ja, Ich wow, habe ich richtig brauche viel noch. Stoff gerade bekommen. Ich glaube, ich kann die Betten schon bauen. Vergiss nicht, dass wir Ach, den eventuell Schrank, den muss ich Quiet brauchen. abbauen. Hilfe! Ich ersaufe. Ich habe nicht auf mein O2 geachtet. Nennt sich auch Sauerstoff. So. Oder ist es auch eine Handymarke, beziehungsweise ein Stoff kannst du auch Vertragsanbieter für Handy. aus Baumwolle herrschen, aber ich glaube, das können wir momentan noch nicht. Oh, nice, Junge, hier ist einfach eine Leuchtfackel. Stimmt, irgendwie eine Lichtquelle wäre auch ganz gut. Stehende Fackel. So. Dann finden wir auch unsere Basis leichter. Außerdem hat man auch hier feindliche Inseln, freundliche Inseln und so, glaube ich, später auch Kannst du mir alles. einmal Stoff geben, dann baue ich auch noch das zweite Bett. Ich habe keinen Stoff. So, ich dachte, du hättest Stoff gefunden. Ich versuche gerade die ganze Zeit Stoff zu kriegen. Aber ich habe hier so einen Bengalo. Hier. Warte, vielleicht hat das Auto ja Stoff. Jetzt sieht man unsere Basis noch besser. Ich habe da einen Bengalo raufgeworfen. Du siehst, wie die leuchtet, oder? Aber hier unten ist einfach in Was dem für lange Gebäude auch eine Pfosten. Kiste, die wir benutzen können. So, dann Ich baue ich habe mal direkt das zweite Bett. Dann haben wir beide auf jeden Fall schon mal direkt von Anfang an ein Bett. einfach ein Ölgemälde gefunden und ich habe meine erste Rüstung. Ich habe auch schon High Heels gefunden. Die ziehe ich gleich an. Die sind hier auch so sinnvoll. Unten in dem Haus ist nochmal Stoff. Ich konnte das gerade aber nicht mitnehmen. So, Betten stehen schon mal. Das Wichtigste jetzt halt direkt zuerst gemacht. Lol, es gibt hier einfach so ein Lagersystem wie bei The Forest unter anderem. Mit dem Holz und so. Ja, aber so viel passt da nicht rein tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Aber ich weiß, dass wir ziemlich am Frieren sind. Ich will schlafen. Lass mich doch schlafen. Warum darf ich mich nicht ins Bett legen? Muss ich noch eine Bettdecke Junge, brauchen? dieses Gebäude hier unten ist einfach Jackpot. Nehme mal die Taschenlampe. Die Taschenlampe nennt sich Fackel. Ja, einer der Übersetzungsfehler, die ich halt meinte. Wir müssten Komponenten finden, damit wir erstmal den Forschungstisch haben. Der wäre wichtig. Wir müssen keine Komponenten finden, weil ich einen Fischi hier habe. Fisch! Komm her! Warum kann ich die Krabbe einfach mitnehmen, aber den Fisch nicht? Ich weiß nicht, was man machen muss, um den Fisch da zu bekommen. Aber wenn du zugehört hättest, dann wüsstest du, dass wir keine Komponenten brauchen, weil ich welche habe. Achso, du hast welche. Ja, 8 Stück. Hilfe, mir ist kalt. Und guck mal, ich habe ein Ölgemälde. Das ist bestimmt einiges wert. Ja, das können wir nur, glaube ich, nicht wieder aufheben. Geht's dir gut? Ah. Nur ein bisschen Hals verschleimt. Aber ich sehe gerade auch im Inventar, es gibt hier später so einen Slot für Sauerstoffflasche anscheinend. Und hier, da hast du die Komponenten. Dann bauen wir mal den Forschungstisch. Wir werden später ja eh noch mal umziehen.
Ja, ich werde bestimmt nicht hier auf der Insel bleiben, wo es jetzt schon kein Loot mehr gibt. Wir könnten auch hier den ganzen Kram zu der Insel da hinten drüber tragen, die so riesig ist. Groß ist die jetzt auch nicht wirklich. Aber die Karte hatte ich auch noch nicht gesehen gehabt, ehrlich. Aber ja, die scheint nicht so klein zu sein. So, den Forschungstisch haben wir schon mal. Kann man die Sachen eigentlich wieder verstauen? Wir haben die gestrandete Insel noch nicht 100% erkundet. Okay, ich sehe, wie die Forschung funktioniert. Sie sieht interessant aus. Wir können später eine Armbrust haben. Wir können sogar bei den Fraktionen sehen, wie viele Inseln die besetzt haben und wie viele Feinde es von denen gibt. Zum Beispiel hier Mutanten haben 4 Inseln und 34 Feinde. Ach, guck mal. Es müssen nicht mal Schlag alle. heil. Ich habe einfach nur F gedrückt auf dem Bett. Ja, und Schlafen heilt. Der Schrotteisenspeer, dafür braucht man Klebeband. Ich habe ein Klebeband. Oder wie wär's mit der Insel da, falls sie nicht besetzt ist? In der Richtung da. Gib mir mal die Komponenten und ich brauche auch noch Schrottmetall. Also, wie viele Komponenten hast du überhaupt, ist die Frage. Ich habe einfach mal alle aus dem Inventar gerade geworfen. Okay, dafür kann ich nämlich jetzt den Schrotteisenspeer hier machen an sich. Ja, Oder die aber Armbrust, wenn wir ein Seil hätten. vielleicht sollten wir erstmal aufsparen, weil wir wissen ja gerade gar nicht, was wir gerade wirklich brauchen. Zum Beispiel, Aber wir ich mache auf müssen jeden ja Fall mal hier irgendwie den eine. Schrotthelm, den mache ich mal. Wir brauchen ja irgendwie eine Wärmequelle. Ja, aber ich habe jetzt hier erstmal zwei Sachen gelernt, die wir auf jeden Fall brauchen. Aber was hältst du davon, dass wir zu der Insel da hinten drüber ziehen? Ach, die meinst du? Wir können da ja mal rüberschwimmen und gucken, was da so abgeht. Weil ich glaube, das wäre eine gute Startinsel, weil die so schön groß ist. Falls sie besetzt ist, hat sich das aber natürlich sofort erledigt, ne? Weil ich denke mal, jetzt momentan würden wir keinen Kampf überleben. Ach, ich hab doch Arbeitshandschuhe B. Und eine Eisenaxt. Ich habe eine Krabbe gegessen. Mögen die Thunfische mich da? Also die Speerfische? Die machen nix. Die sind harmlos. Oh, hier ist wieder ein Ofen zum Auseinandernehmen. Ja, also die Sachen zum Auseinandernehmen, die lohnen sich echt schon sehr doll. Aber das Angeln, das finde ich echt nicht toll, muss ich sagen. Hast du das schon jetzt schon ausprobieren können? Naja, ich habe in meinem eigenen Game einmal geangelt und ich muss sagen, das war echt nicht toll. Wie schnell kann man denn angeln? Schon sehr schnell, also die Angel, die kannst du relativ schnell machen. Du brauchst halt nur ein Seil und Holz. Warte mal, lass auch ein bisschen Holz mitnehmen, dann können wir da hinten dann auch direkt eine Plattform bauen. Und eine Holzkiste, dann bringen wir einfach alles rüber. Wir können einfach direkt schon alles mitnehmen vom Platz her. Meinst du? Also ich habe hier fast alles schon mitgenommen. Bei dem Holz, keine Ahnung, musst du gucken, dass du da die Holzplanken noch mal so ein bisschen nimmst. Aber abbauen kannst du irgendwie mit dem Reparaturhammer halt nur. Ja, die Planken konnte ich mitnehmen. Lol. Irgendwas kann man hier mit dem Verpackungskarton machen. Was sind die denn her? Gecraftet aus Holz. Da kannst du hier. Ich sehe auch noch eine andere Insel, die eventuell interessant wäre, falls Damit die kann. besetzt ist. Ich habe zum Beispiel damit das Ölgemälde wieder mitgenommen und die Ente auch. Okay, guck mal, was du alles mitnehmen kannst. Dann lass mal losschwimmen.
Einfach schwimmen, 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 schwimmen. schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Nemo Flashback, ne? Und das Gebäude, das looten wir auf jeden Fall nochmal. Die Maschinenfabrik. Aber nicht jetzt, wir haben ja eh keinen Platz. Oh Junge, ich sehe da einfach schon zwei Kisten drin. Ich würde sagen, wir können froh sein, dass der Strom ausgefallen ist. So würde es uns ziemlich wehtun, hier zu schwimmen. Warum sagst du nichts, Shiny? Mein Mikro war hochgeklappt. Wow. Ich habe den Zani gemacht. Und wo jetzt hin? Wie wär's mit der Insel da? Wurden wir die Palmen schon sehen? Ich suche sonst gerade hier noch eine andere Insel gerade. Sonst bestände ja noch die Idee mitten auf dem Meer, da wo wir gerade diese Riesenfabrik gesehen haben. Und von dort aus dann zu den Inseln schwimmen, aber wir brauchen ja auf jeden Fall eine Holzquelle. Wir wissen bisher ja noch nicht mal, ob die Pflanzen so an sich überhaupt neu spawnen würden oder ob das hier später irgendwie Felder gibt, wo wir die Samen denn benutzen Also können. es gibt auf jeden Fall einen Pflanzer. Ich glaube, die Insel da vor uns ist ein bisschen größer, als sie aussieht auf den ersten Blick. Guck mal, ich habe mir einen Helm hergestellt. Man nennt mich auch Ritter Rost. Das wollte ich gerade sagen. Weißt du, ich so die ganze Zeit, ich frage die ganze Zeit so, wie wäre es, wenn wir mitten auf dem Meer bauen und er reagiert einfach nicht drauf. Ja, keine Ahnung. Wir haben halt keinerlei Einkommen hier, wenn wir mitten auf dem Meer bauen. Guck mal, wenn wir hier jetzt einfach mitten unsere Basis hinbauen, wir haben hier nix. Ja, dann sehe ich, wir müssen auf jeden Fall nah an der Insel bauen, das auf jeden Fall. Oder wir bauen einfach direkt auf der Insel unser Haus. Dass wir gar nicht erst Leitern bauen müssen. Ja, aber ich weiß nicht, wie wir das denn mit dem Verteidigen machen wollen, weil auf einer Insel zu bauen ist schon etwas unübersichtlich, würde ich mal so sagen. Hier geht's auf jeden Fall weit runter und ich Das sehe ist eine keinen Loot. neutrale Insel. Ich sehe aber keinen Loot unten. Und ich sehe hier auch, obwohl die Insel Autobahnpässe heißt, keine Autobahn. Wo steht denn der Name? Ach, da oben rechts. Warte mal. Hier ist ein Feind. Was? Sagtest du nicht neutral? Da steht neutral, aber das war ein Feind. Ja, vielleicht will er hier auch gerade besetzen. Ich habe nur gesehen, du Ich hast habe ihn ihn aber umgebracht. tot gemacht. Hat er was Geiles bei sich? Ja. Oh, Wasser. Ein Stoff hatte der. Oh, Ich habe keinen Stoff Platz. kann ich einpacken. Da ist noch einer! Ich hab dich Der sieht aus wie ein getroffen! fucking Zombie. Das könnten Mutanten sein, dass es das nur Mutanteninsel ist. Ja, aber dann wäre das von der Fraktion der Mutanten eingenommen. Okay, wir müssen weg hier, die haben Schusswaffen. Ja, den Kampf gewinnen wir nicht. Den Kampf gegen Schusswaffen wie Revolver und so, den gewinnen wir nicht. Jetzt ist hier. Das ist die kleine Felseninsel. Und ja, die ist von den Mutanten eingenommen. Junge, wie wahrscheinlich ist es, dass jede Insel außer die eine Anfangsinsel Ich von glaube, die Schusswaffen eingenommen Anfangsinsel wird? wird auch die einzige Insel sein, die nicht eingenommen ist. Langsam habe ich das zumindest so im Gefühl. Aber die Rüstung bringt nicht sehr viel, habe ich bisher das Gefühl. Aber hier, du kannst halt sogar Jakobsmuscheln looten. Ich habe schon eine Krabbe mitten im Wasser einfach gelootet. In der Richtung bist du, okay. Fehlst du den Schrotthelm? Komm, du willst doch einen Schrotthelm. Sollen wir wieder zur Anfangsinsel zurückschwimmen, weil da ist wenigstens noch friedlich. Ja, auf dem Weg ist da auch irgendwie noch mal ein Fragezeichen. Vielleicht ist die Aber Insel. hier dein Helm. Der ist runtergesunken, glaube ich, oder?
Ich muss was Der ist wegwerfen erstmal. versucht zumindest runterzusinken bei mir. Da ist ein Schiff. Ja, aber das ist ziemlich tief und wir haben keinen Platz im Inventar. Ja, dann soll ich zur Starterinsel und dort erstmal Basis machen, bis wir auch Inseln einnehmen können, weil ich glaube, die sind wirklich alle besetzt. Teil müsste ja hier noch irgendwo stehen. Ja, da. Ich sehe da einen Wilden rumhüpfen. Ich bin doch nicht wild. Ein wildes Shining bist du. Alles ist gut, solange du wild bist. Warte mal. Vorher aber. Theoretisch musst du nicht mal schlafen, um deine Energie zu regenerieren. So, mal für ein bisschen mehr Platz hier gesorgt. Ganz ehrlich, Spawn überlasse ich dir, weil dann kann ich dich nämlich blamen, wenn unsere Verteidigung nicht effektiv ist. So, ich stelle mal unsere Betten dahin, wo sie gerade eben schon waren, obwohl eins hast du. Das Holzregal mal direkt hier. Ich stelle mal unsere Forschung erstmal hier hin. So, die Was kann ich eigentlich noch forschen? Pflanze. Haben wir noch zwei Stoff? Weiß ich gerade nicht. Wir bräuchten ja, noch Holz dafür. Zwei habe ich noch. Zwei Stoff habe ich und Holz habe ich auch. Wie viel sind es denn? Ja. Ich denke, der hier wird auch wichtig sein, deswegen baue ich mal einen Pflanzer. Weil ich denke mal, dass wir schon diese Pflanze anbauen sollten. Welche? Erdbeeren? Ich meine eher diese Buschsamen. Muss ich das Ding wässern? Weiß ich nicht. Einfach mal das Holz wieder da. Genau, das hatte ich auch gerade vor. Nur irgendwie stand es im Weg. Nein, Holzplanke steht da bei mir gerade, wo ich drauf gucke. Ohne Leerzeichen. Sag ich doch, die deutsche Übersetzung ist echt Premium. Also noch haben wir gut Holz. Und die Forschungsstation müssen wir mit der Zeit übrigens auch upgraden. Das habe ich auch gesehen, dass man dafür Materialien sammeln muss. Hier, warte mal, das wäre auch wichtig. Ich nehme mal eben kurz nochmal 6 Holz raus. Weil wir hatten ja gerade eben Frostprobleme, ne? Ich mach so ein bisschen. Ich baue uns mal ein Lagerfeuer. Aber ich bin echt... Ich frage mich echt, wo wir hier vernünftig Stoff und so einen Kack herkriegen sollen. So. Oh, da muss man Holz dann reinpacken. Okay, Lagerfeuer nutzen wir nur, wenn wir auch wirklich am Frieren sind. Ess nicht die Pilze, die machen Aua. Oh, geil, Drogen. Also um das anzumachen, musst du auch mal Feuer, Holz reinschmeißen. Ich gehe tauchen. Also ich wäre dafür, einmal zu der Fabrik nochmal zurückzuschwimmen und die eventuell zu looten, weil ich glaube, da könnte echt viel Zeug sein. Okay, das scheint auch lang. Viel Stoff. Kann man es jetzt schon abbauen? Also ich schwimme einmal zu der Fabrik und wieder zurück. Möchtest du mitkommen? Naja, ein Inventar wird wohl nicht ausreichen. Kann ich eigentlich auch von hier unten aus an die Kiste? Ja, kann ich. Müssen nicht mal auf die Insel drauf. In die Richtung ist die Fabrik. Aber ich glaube, hier werden wir richtig Loot kriegen. Bisschen, ja. Ich habe hier einfach direkt. Ich habe hier einen Bauplan für einen Schminktisch. Ich habe einen weiblichen Charakter, die braucht den. Was brauchst du? Meine Dame, die ich hier nutze, braucht den Schminktisch, sonst kann sie sich doch nicht hübsch machen. Junge, Frauen sehen aufgrund dessen, wie viel Schminke die sich in die Fresse hauen. Oh, ich habe Klebeband und eine Leuchtrakete. Okay, hier geht's tief rein. Ist halt eine Fabrik, aber hierfür brauchen wir wohl Sauerstoff, wenn wir hier weitermachen wollen. Oder man frisst ein bisschen Schaden.
Hier ist einfach ein fucking Tresor. Plündern. Oh. Nein, ich häng. Hilfe, ich sehe nur noch schwarz. Ja, ich sehe auch nicht viel mehr. Ich musste den Tresor plündern. Ich habe da irgendwelche Schuhe gesehen oder so. Ich zerhack gerade einen Schrank. Also, einmal habe ich hier einen kaputten Footballhelm, der kann repariert werden an der an einer Rüstungswerkstatt. Dann habe ich einen Bauplan für einen Erzdetektor und einen Holzschreibtisch. Die Baupläne sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich habe Turnschuhe. Ja, sind wahrscheinlich besser als meine Schuhe. Nö, Einrüstung. Der einzige Unterschied, weil ich finde es einfach lustig, ich habe Turnschuhe B und Arbeitshandschuhe B. Was A heißt einfach direkt übersprungen. Ist halt direkt so, Junge. Ich bin direkt eine Stufe höher gegangen mit B. Ist hier noch irgendwas? Ja, ein bisschen Holz, das ich mitnehmen kann. Lol, ich habe hier Reifen, von denen ich Gummi bekomme. Das brauchen wir ja auch. Gummi brauchen wir später ja auch. Da ist ein Trick. Und jetzt will ich die Mülltonne plündern. Ja, Dumpster Diving. Ich hab das erste erst gefunden, ne? Oh lol, Junge, ich hab teuren Wein. Ich gehe wohl jetzt gleich down. Ja, ich gehe down. Kann ich dich tragen? Nö, ich kann. Ich hab eine chemische Substanz gefunden. Ich kann mich nur bei einem der Betten wiederbeleben. Warte. Und mein Inventar liegt da jetzt rum. Bist du einfach instant irgendwo respawned oder wie? Ja, also du musst ein bisschen warten, bis die Zeit abgelaufen ist und dann kannst du aussuchen, wo du respawnen willst. Also bei einem Bett oder ob du einfach komplett random respawnen willst. Dein Stuff ist eine Tasche geworden. Ja, und ich komme, um den zu holen. Ich will meinen teuren Wein haben. Was, ich guck, dass ich so ein Zeug, was ich auch habe, bei mir reintue, damit du hier noch ein bisschen was looten kannst. Dass ich dein Inventar so gesehen ein bisschen kleiner mache. Zumindest die Hotbar behältst du. Hm? Zumindest die Hotbar behältst du. Okay, ich habe mitgenommen, was ich von dir bei mir noch drauf tun kann. Ich bring mal mein Zeug zurück. Also Hotbar und Rüstung behältst du an Items. Soll ich hier noch eben kurz warten? Ich weiß nicht, ob dein Zeug despawnt. Naja. Du solltest mich jetzt eh schon sehen können. Warte, ich hab noch zwei Inventarplätze so gesehen frei. Nein, mein Wein. Ey! Ich nehm nicht den Wein. Ich nehm das Holz. Und die Algen. Dann kannst du hier noch ein bisschen looten. Und natürlich habe ich hier auch die Goldwaage. Es gibt ja auch Händler in dem Spiel, ne? Ja, ich weiß, teuren Wein, den kann ich verkaufen. Oder ich kann ihn benutzen. Doch nicht den guten Wein! Mit dem müssen wir anstoßen, sobald wir die ersten Plünderer verkloppt haben. Naja, die ersten Mutanten haben wir doch schon verkloppt. Danach wurden wir von der Insel gejagt. Ja, weil der mit einer fucking Pistole um die Ecke kam, der andere Typ. Ich mach gerade das Leben 10-mal leichter. Wir kommen mit Stöckern und der kommt einfach mit einer Pistole, der Boy. LOL! Okay, wir können hier ein bisschen länger looten. Warum? Ich hab mal ein Paddelboot gebaut. LOL. Ja, das hat das Paddelboot hat eine eigene Kiste. Ich sehe sogar das Lenkrad von dem Boot. Aber wir sollten jeder ein eigenes Boot später haben. Wie gebe ich Schub?
Okay, es ist schon recht schnell. Ich will auch ein Paddelboot haben. Wo bist du? In welcher Richtung? Oh, Junge, Junge, ich habe eine Hose für dich. Warte, ich komme gerade rüber gepaddelt. Ich kann vom Boot aus stechen. Und ich bin wieder am Ersaufen. Ich komme zur Rettung. Das Paddelboot hat eine eigene Kiste, also du kannst ruhig davon stellen. Ich park gerade über dem Fabrik. Nein, komm hier zu dem Abseitsgebäude, bei dem ich bin. Da ist noch Loot. Ich habe das Boot auf blau geändert. Ich will auch ein Boot. Wie hast du hergestellt, Wilbrot? Schuhboot? Ach so, wenn du auf Schubboot drückst, dann schiebst du das Boot. Das hat mich ein paar Materialien gekostet, also ein bisschen Schrott und Komponente. 6 Komponenten, 15 Schrottmetall. Wir Hast können du auch noch gemeinsam damit fahren. Komponente? Hast du noch Komponente? Nee. Warum? Ich habe 3 Komponente. Ich brauche eine Komponente. 3 Komponenten und 10-mal Schrottmetall. Wo bist du denn? Ich habe alles außer eine Komponente. Ich bin hier gerade unten in dem Gebäude drin. Ich will nämlich die Hose 2B jetzt ausprobieren. Nee, Junge, die Rocker Jeans sieht besser aus. Aber die gibt zwei Verteidigungen, die ho andere Hose hier. Du siehst das Boot auch von unter Wasser. So ganz leicht. Ich wäre Ich aber habe dafür, jetzt dass wir deine uns das Hose. eine Boot eigentlich eher teilen. So, deine Kiste ist jetzt. Deine Hose ist jetzt in der Kiste. Deine Kiste ist jetzt in der Hose, wollte ich gerade schon sagen. Wie schnell sind wir denn, wenn wir gemeinsam paddeln? Keine Ahnung, aber ich habe jetzt auch eins. Lass mal ausprobieren, wie schnell man ist. Ich setze mich ins eine oder in das andere, beide vorwärts. Junge, ich kann mich da nicht reinsetzen gerade. So. Wir können ja beide paddeln. Ist das schneller? Es kommt mir ein bisschen schneller vor als gerade eben alleine. Aber ich kann nicht lenken. Ich glaube, das kann nur der sich zuerst reinsetzt. Ja, kommt mir ein bisschen schneller vor, wenn man gemeinsam paddelt. Aber nicht viel. Mir kommt das nicht kein bisschen schneller vor. Junge, wer paddelt bitte mit 60 km, mit 65 km/h sein fucking Boot? Wir haben unsere Beine offenbar vorher trainiert. Junge, wir haben Leg Day niemals geskippt. Junge, never skip Leg Day. Wir sind Aber halt die anscheinend ist Währung Supermenschen. hier Silbermünzen. Aber wie gesagt, deine Hose ist in der Kiste. Ja, die habe ich mir gerade angezogen. Aus den Wir haben Rotalgen mittlerweile machst du echt. offenbar übrigens Kräutermedizin und aus Pilzen und Erdbeeren machst du irgendein Ausdauergemisch. Oh, den Sack sollten wir uns eventuell auch herstellen. Macht die Kapazität vom Rucksack größer. Das sind übrigens keine Sperrfische, das sind wirklich Marlins, weil hier steht auch, wenn man die Tauchflossen herstellen will, Marlin-Fischhaut wird dafür benötigt. Dir ist aber schon klar, dass das einfach nur eine Unterart von den Speerfischen ist, oder? Ja, aber es ist trotzdem eine eigene Art, so gesehen für sich. Ich habe mehr Wasser abgefüllt. Bestimmt lecker. 60 Stundenkilometer. Wie stark paddeln wir? Wir haben wirklich. 65 schaffe ich sogar. Ich war gerade bei 70. Junge, wir haben einfach beide wie der weltbeste Fahrradfahrer. Never skip leg day. Junge, weißt du, was für Waden dieser Typ hat, der weltbeste Fahrradfahrer? Junge, Die der hat überwiegen mir Waden. locker. Was hat der denn für dürre Beine, dass er keine 70 Stundenkilometer schafft? Vor allem hat Wasser ja sogar noch eine ziemlich hohe Resistenz. Das heißt, du kannst eigentlich sogar nur sehr angestrengt hier paddeln eigentlich. Oh. Meins ist. Also meine Farbe ist blau. Okay, ich konnte nicht alles reinpacken. Ich muss eine zweite Kiste gleich bauen.
Warum ist dein Fahrzeug hier mitten auf dem Wasser? Meins ist das nicht. Doch, ein blaues ist hier. Achso, ich habe offenbar beide gerade zu blau geändert. Meins ist dunkelblau. Und das andere war hellblau. Wow, So. das hat sich teleportiert, das hellblaue. Unser Pflänzchen ist übrigens fertig gewachsen. Ah, da steht auch ein Axt-Symbol, sobald man es ernten kann. Ja, da kommt schon gut was bei raus. Und du kriegst für jedes Teil, was du anpflanzen kannst, eine andere Taste. Und ich habe, glaube ich, gerade aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Warte Guck mal, mal. perfekt angelegt. Aber ich bin hier am Verhungern, verdursten und komplett erschöpft. Ich warte, lass mich mal kurz dran. Ich will nur das Schrottmetall rausholen. Hier mal direkt neben unserem Lagerfeuer haben wir jetzt einen Grill. Darf ich mir aussuchen, was ich da reinlege? Ich tue auf jeden Fall erstmal Holz rein. So, unser Und Grill ist gefüllt. Angeln kannst du in Zukunft gerne machen. So, brauchen auf jeden Fall eine zweite Truhe, außer wir wollen wirklich die anderen. Warte mal. Schwenken wir doch nicht unser Holz dafür. Wofür? Für die Truhen. So, hab eine Metalltruhe gebaut. Weil Metall ja auch weniger selten ist als Holz. Ich finde, das Metall, das kriegst du auch hinterhergeschmissen. Guck mal, was ich einfach machen kann. Ich habe das Ölgemälde jetzt einfach hier rangehauen an unsere Forschungsstation. Aber ich finde, wir sollten in unsere Basis dann auch später hier sowas bauen, dass wir hier dann einfach reinfahren können in so eine Art Werft mit unseren Booten. So, gleich gibt's das erste gebratene Essen. Guck dir mal diese wunderschöne Krabbe an, die jetzt gebraten wird. So, hier, guck mal. Jetzt haben wir unsere Goldwaage auf unserer Metalltruhe. Ich brate gerade Krabi. Nein! Nicht die gute Krabbe. Ich hoffe, die wird wenigstens rot. Die war vorher rot. Siehst du doch. Ich sehe gar nichts. Ich habe hier nämlich nicht wirklich gute Sicht. Ich habe nämlich keine Fackel. Kriegst du das Licht von der Fackel nicht? Na doch, aber das ist ein bisschen komisch, finde ich. Guck mal, hier. Keine Energie. Ja, aber Nein, wir Gummi. haben theoretisch das Gummi, das haben wir. So. Und Warum hier für meine. zersplittert das wie Glas, wenn ich auf die Ente hau? Vielleicht ist sie aus Glas. Die Krabbe wurde übrigens grau. Hier, du kriegst die Krabbe, ich krieg den Fisch. Ja, die gute Krabbe. Jo, die hält ja ordentlich Hunger. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall offenbar, das Essen zu braten. Das ist schon irgendwie obvious gewesen. So, jetzt siehst du da auch was. Hast du diese Aber theoretisch. Verpackungskiste noch? Wenn ja, ich würde gerne die eine Fackel oben stellen. Oh, ich habe einen Aber. gebratenen. Der Fisch hieß vorher Tarkon oder so. Ich habe ihn gebraten und jetzt heißt er gebratener Wahoo! Ich hinterfrag das nicht, ne? Was ich mich irgendwie frage ist, wenn die Sklavenhändler uns raiden würden und erfolgreich uns
einnehmen würden, würden sie uns dann als Sklaven verkaufen? Ich glaube. So. Was kostet denn nochmal so ein Pflanzer? Kann ich die Pilze auf den Grill schmeißen? Ja, kann ich. Also die Grafik der Pilze ist Feuer. echt räudig. Feu, 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 feu. Das Scheiße, ich heilige hab's leer Feuer. gemacht. Dass du nicht mitmachst, nicht irgendwie gerade merkwürdig. Ich dachte, du würdest auch so das heilige Feuer anbeten. Ja, da brät unser Pilz. Okay, geht doch getilgt. Ich speedrunne das Anbeten. Wie viel bringt denn der gebratene Pilz? Ich weiß es nicht. Lungenfunktionsbooster. Ist doch Luftpolsterfolie, oder nicht? Das habe ich da reingeworfen. Wenn, dann ist es meins. Ein gebratenen Pilz gibt 20 Hunger und 5 Energie. Und tut wahrscheinlich einem nicht mehr weh. Wir können schlafen. Gute Nacht. Ah, wieder ein arbeitsreicher Tag steht uns bevor. Wir müssen Ja. als nächstes auch mal unsere Wasserquelle hier sichern. 3 Komponenten, 10 Schrott, 10 Holz. Einen Eimer habe ich schon gemacht. Hast du noch Komponenten? Nö. Alles, was in der Kiste ist, ist in der Kiste. Alles, was wir haben, ist das. Dann sollten wir uns eventuell jetzt wirklich erstmal Komponenten holen. Warum kann man das Feuer eigentlich nicht einfach nebenbei ausmachen? Aber ich finde es auch lustig, wie du einfach hier Kabel einfach nur mit Gummi ziehst. Normalerweise ist ein Kabel eigentlich nur irgendwie ein Kupferdraht mit Oh, ich sehe eine Krabbe! Gummi. Komm her, Krabbi! Ich muss Aber hier Krabbe brauchst du erst nicht mal umbringen. irgend hier brauchst du halt nicht mal irgendwie einen Leiterstoff, sondern die Kabel besteht einfach direkt nur aus Gummi. Kupfer ist überbewertet. Weißt du doch. So, Krabbi 2 sitzt auf dem Grill. Guck mal, er ist schön warm. Sieht irgendwie so aus, als ob die Krabbe sich darüber freut. Ich sehe da vorne Gebäude, da fahre ich mal hin. Wir müssen dringend uns erstmal die Grundsachen hier halt sichern, ne? Wasser und Essen. Was ist da auf dem Floß eigentlich? Ist das uns feindlich gesinnt? Möglich. Ich habe eine neue Lage entdeckt. Hier sind Apartments. Du hast mein Boot genommen, du Sau. Ich habe eine. Dunkelblau ist meins. Entschuldigung. Du mieser Harald, mein Wein. Du fährst einfach mit meinem guten Wein weg. Ich bin bei den Hier, ich nehme Apartments jetzt und mein ich finde Boot. Stoff ohne Ende. Und eine Lendenschurzhose, die einen überhaupt nichts bringt. Oh geil, hier ist Nahrung und so ein Shit. So, einmal Und nach jetzt merkt oben. ihr, dunkelblau ist meins. Dunkelblau sind meine Fahrzeuge. Ist ja gut. Ja gut, Papa. Oh geil, verstärkte Strukturen können wir jetzt herstellen und ich habe hier einfach schwarzen Ledersessel-Bauplan nochmal. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Komponente, damit wir den Reiniger bauen können. Eine fehlt noch. Da unten ist ein Truck, den kannst du bestimmt plündern. Ich plündere erstmal den Kühlschrank. Aber weißt du, was ich habe? Ich habe einen Bauplan für einen schwarzen Ledersessel Und und einen Bauplan für verstärkte Strukturen. ich Und wollte ich habe sagen, zum einfach zwei Ledersessel Sch meiner. Ich habe zwei Schmuckkästchen.
Gummi, Schrott, Schrott, Schrott. Glas. Such Komponenten. Also, dass du da jetzt nicht gesagt hast, dass du einen haben willst, das wundert mich, also bei den Schmuckkästchen. Ich hab's nicht gehört. Ich habe nämlich zwei Schmuckkästchen bekommen. Oh, da freut sich die Dame. Ach, ich habe zweimal Zitrone angepflanzt direkt. Da war ich ja doch nicht geistig abwesend. So, Komponenten. Dann nehme ich mal ein Holz raus. Und wir sollten einen Reiniger haben. Ich habe eins reingetan statt draus. Oh, hier ist wieder so eine Kiste mit gelbem Deckel. So, Reiniger ist gebaut. Ja, und ich habe 5 weitere Komponenten gefunden. Okay, man kann ihn mehrmals füllen. Dann will ich mal hoffen, dass Wasser fertig ist, wenn ich da bin. Auch man muss aber weiß, auch Holz natürlich hinzufügen. Und? Ja, das hatte ich noch nicht reingetan. Finden wir doch ganz okay. Aber so. In die Apartments, die müssen wir uns merken. Hier gibt es ordentlich Loot. Mann, warum kann ich die nicht tiefer setzen? Naja. Zumindest komme ich so besser an das Meerwasser. So, jetzt habe ich auch noch einen Sammlungsschrank-Bauplan. Ich fülle gerade unseren Reiniger. Ja, aber wir können jetzt einfach hier für unsere Sammlungen, für unsere Sammelgegenstände einfach einen Schrank machen, wie es scheint. Wir brauchen dafür 6-mal feine Holzplatte. Ich drehe gerade Kreise. Kann das Wasser auch mitnehmen? Nee, dafür braucht man eine Wasserflasche. Womit baut man eine Wasserflasche? Ah, schade, dass man auf seinen Floß nicht irgendwie auch Sachen rauflegen kann. Hilfe! Ich werde hier von Mutanten geradet. Ich seh's! Bereit für den Kampf? Warte, ich muss erst was trinken. Bist du bereit? Folgen sie dir doch? Ja. Die wollen den Kampf aber auch. Gut zu wissen, dass das halt wirklich so ist, wie ich gedacht hatte. Die kommen halt irgendwann halt raiden. Die kommen wahrscheinlich von dem Kloster. Okay, ich nehme den Kampf auf. Ich komme. Einer ist tot. Wasser ist unser Element. Die haben es auf unserer Insel abgesehen. Auf unser Zeug. Hau ab. Das hau ab, du Hässlichkeit. Waren das nicht 4? Ach, da hinten schwimmt noch einer. Auf ihn. Kann nicht, Boote sind wie ich. Die sind tot. Oh, sie haben Stoff bei sich. Gute Mutanten. Die haben immer einen Stoff dabei. Gute Mutanten. Manchmal haben die auch Wasser dabei, aber die haben an sich immer einen Stoff dabei und andere Gegenstände dann noch. Ich meine, ein Stoff. Ja, also die tragen hier eine Unterhose. Ich glaube, die reißen wir den einfach vom Leib für den Stoff. Ich hab den Rucksack, den ersten. So, ich will jetzt erstmal hier die Materialien rausnehmen aus meinem. Achso, hast du noch ein bisschen was an Stoff? Dann mache ich dir auch direkt ein. Oder warte, das kannst du auch selbst. Weißt du, was brauchst du hier hinten? Was hast du gemacht? Ich hab einen Rucksack. Ach ja, der hatte Pilze. Dafür brauche ich noch mehr Stoff für die Rucksäcke. Kannst du dir Wasser nehmen? Wir brauchen eine Wasserflasche, um das mit uns zu tragen.
Mit dem Eimer geht's, glaube ich, nicht. Naja, aber wir können hier mehr Wasser reinfüllen. Wo macht man sich denn eine Flasche? Vielleicht findet man die einfach. Oh. Mach ich auch mal eben kurz. Guck mal hier, jeder kriegt sein eigenes Schminkkästchen. Warum hast du hier so eine Treppe gebaut? Es war nervig, die ganze Zeit irgendwie die Leiter zu suchen, weil man die so kacke sieht. Ah, das sieht nicht so toll aus. Ja, die kann man ja später noch mal besser hin tun. Nee, ich meinte das, was ich hier hin platziert hatte. So, ich habe auch noch einen Schrank für das Altmetall hingebaut. Guck mal hier. Die Zitronen sind ein Nachtclub? Ja. Okay, keine Einwände. Musst du, wenn, falls du Schrott loswerden willst, ich habe hier extra einen Schrank dafür gebaut. Jetzt haben wir einen Ah. für Holz und einen für Metall. Ach, die Krabbe, die Der ist wartet gerade hier die wieder. ganze Zeit auf ihren Verzehr. Ich brauche. Die Krabbe? Ich brauche Krabbe. Willst du Mobiltelefon? Wen soll ich anrufen? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt Netz hat. Ich glaube nicht. Das ist ja ordentlich was. Aber hier. Holz. Guck mal hier, ich hast ein Mobilte hier, Mobiltelefon. Das ist ordentlich was wert. Es hat einfach Wert von 50 und ist damit mehr wert als der teure Wein. Oh. Hallo, gib mir noch was. Wer, Plötzlich wie, wo einfach die war's? ganzen Zitronen. Ich habe eine Pflanze ge genommen. Die andere ist doch noch da. Aber da, ich habe da 5 Zitronen an der einen Pflanze gesehen. Da waren zwei dran. Das war eine Illusion. Das waren nur zwei. Ich hatte gerade irgendwie den Gedanken, die Angelmunition zu essen. Viel Spaß, lecker wie immer. Gut durchgebraten. Muss schon schmecken. Und uns fehlt aber noch Stoff, damit ich endlich hier meinen Du hast doch Rucksack noch eine fülle. Krabbe in deinem Schiff und auch noch richtig viel zu essen. Die habe ich da reingepackt, damit ich für die Reisen was habe. Da hat er einfach was geklaut aus meinem Fahrzeug. Ich war fast am Verhungern. Ja, und ich bin fast am Sterben wegen keiner HP. Ich habe keine Heilung. Ich habe auch nichts zum Heilen. Warte mal, aus den Erdbeeren, hast du das schon alles verwertet? Was? Aus den Erdbeeren kann man ein Gebüsch für Ausdauer machen und aus den Algen kann man Medizin machen. Die Erdbeeren habe ich so gefressen. Die Ich Algen, hatte die sollten Hunger. wir auch immer mitnehmen. Daraus machst du Kräutermedizin aus je 3 Algen. Nur Algen. Nur Algen. 3 rote Algen ergibt eine Kräutermedizin, wovon ich dir auch was direkt geben kann. Ja. Ich habe mir auch eine übrig gelassen. Erstmal verwenden, um mich hochzuheilen. Muss für den nächsten Kampf gewappnet sein. Warte mal, das Schiff von denen ist doch jetzt bestimmt leer. Ja, wir raiden sie. Weil die sind doch bestimmt gerade alle zusammen zu uns rüber geschwommen. Die kamen nicht aus der Richtung. Ach, ja, aus der Richtung kamen die halt. Ja, ich musste erst mal drehen. Ja, Wendekreis wie ein Boot, würde ich mal sagen. Wie ein Panzer. Nee, ein Panzer kann auf der Stelle drehen, also ist der Wendekreis sehr klein. Wie ein Bus. Nee, wie ein Boot.
Überleg Ich mal, was du, glaube, wenn ich ich habe halt. da noch jemanden drauf gesehen gerade. Aber wenn es wirklich nur die Mutanten sind, sollten wir die eigentlich da umbekommen. Die haben aber auch Schusswaffen. Das ist ein Mutantenfloß tatsächlich. Ja, weil manche von denen haben auch Schusswaffen. Nee, von denen schießt keiner auf mich. Die haben keine Schusswaffen. Die haben uns auch nur noch nicht entdeckt. Die sind nämlich strunzendoof. Komm, die kriegen wir down. Die raiden wir. Autsch, ich habe eine Blutung und ich habe keine Verbände. Okay, jetzt habe ich auch gut Schaden. Aber ich glaube, das war der letzte, Ja, oder? das. Nee, da vorne ist einer, der hat ein Schild. Egal. Schild oder nicht, ist mir egal. Ich stech seinen Kopf ab. War das Oder er jetzt? sticht mich ab. Hilfe, ich muss mich heilen. War das der Ich habe letzte keine oder ist hier Heilung noch mehr. einer? Ich weiß es nicht, Da aber oben hat einer eine. eine Schusswaffe. Ja, ich muss zurück zur Basis, weil sonst bin ich jetzt gleich tot. Nein, kommen die nicht runter? Dann loote ich euch. Nee, die kommen runter. Ciao. Ich fahre Richtung Basis, weil ich jetzt eh verblute. Ja, bin verblutet. Mann, was der wieder raus, immer Bandagen dabei haben, weil die Blutung scheint nämlich nicht aufzuhören. Warte, kann ich das Boot schieben? Nee, ich kann drüber fahren. Eigentlich. Mal gucken, ob ich deine Leiche hinsammeln kann. Na gut, so viel hattest du jetzt nicht dabei. Was hast du mit dem Stoff gemacht, der hier in der Kiste war? Eine Angel draus gemacht. Wow, danke. Das war nämlich mein Rucksackstoff gewesen. Ich kann dir noch 6 Stoff geben. Das reicht nicht. Ich brauche 9. Sind nur noch 3. Ich wollte erstmal dafür sorgen, dass wir eine Nahrungsquelle haben. Eine Nebenbeiquelle. So, ich nehme mir mal die Angelköder und setze mich ans Angeln. Ja, viel Spaß. Für mich ist es zu nervig, das Angeln, das mache ich nicht. Du kannst übrigens auch einfach mitten im Wasser angeln. Solange du an der Oberfläche schwimmst. Ich sehe das Problem gerade noch nicht. Ist das ein... Sobald ein Fisch anbeißt. Dann habe ich ein Minigame. Ja, und das Teil in dem ganz kleinen Bereich zu machen, finde ich nervig. Ich fand das leicht. Der Balken, der ist echt langsam. Ich habe 6-mal versucht und 6-mal gefailt. Eventuell haben sie das langsamer gemacht gehabt, aber bei mir war das schon echt schnell eigentlich. Ich hab's gerade instant gefangen. Jetzt habe Wie ich gesagt, verkackt. es kann sich hier einiges geändert haben in dem Zeitraum, wo ich getestet habe und wir jetzt spielen. Ich habe eine Brasse vor mir ins Wasser geworfen. Kannst du sie auf den Grill schmeißen? Die Brasse ist weg. Die schwimmt vor mir noch. Bei mir nicht. Bei mir schwimmt hier gar nichts. Dann schmeiß ich sie halt auf den Grill. Bei mir war da halt wirklich gar keine Kiste. Muss mal ein bisschen Holz da reinpacken. Und dann nehme ich mir mal eins von dem Wasser. Weil ich finde, das Angeln ist eigentlich recht angenehm. Ich mag's nicht. Guckst du, ob auf der Insel was respawnt ist? Nee, ich will eigentlich gucken, was wir hier sonst so um uns herum haben.
Die Respawns sind mir nämlich relativ egal. Haben wir irgendwo noch Schrott? Ich habe einen Wahoo gefangen! Schrott findest du im Schrottregal hier. Ach stimmt, das haben wir ja auch noch. Ich habe einen Wahoo. Schrottregal. Was ist denn ein Wahoo? Jetzt kommt der wird zu diesem Tarpon, wenn ich ihn gebraten habe. Hier, guck mal. Ich habe ein Küchenmesser vorne rangehauen. Ich habe noch einen Wahoo. Ich glaube, je nachdem, was für eine Stärke du brauchst, ist das ein anderer Fisch. Oh, geil, da ist ein Fisch drauf. Als nächstes kommt meine Krabbe. Ich habe einen roten Schnapper. Hoffentlich schnappt der nicht. Jetzt habe ich keine Köder mehr. Ich lege die Angel in die Truhe. Warum laufe ich eigentlich mit verblödeter Holzkohle rum? Weiß nicht, aber die brauchen wir später. Betonung später. So, ich hoffe, meine King Crab ist dann bald mal fertig. Oh, die Wasserflasche, die können wir erforschen. Wir haben doch das Glas. Wie? Wir haben nur eine Glas. Wir brauchen aber zwei. Ja, aber wir haben es ja dann damit schon mal erforscht. Das brauchen wir, damit wir das Wasser mitnehmen können. Wir brauchen zwei Glas zum Erforschen. Von Und das Dreifache brauchst du, um es herzustellen. Mann, nee, ich brauche sechs, um es herzustellen. Kann man die Zitrone auch auf den Grill schmeißen? Nein. Wo ist meine Krabbe? Gleich in der Kiste. Wollen wir uns nicht einmal schlafen legen? Können wir? Ist überhaupt... Oh. Es hat nur einen generellen Cooldown. Jetzt ist der Cooldown immer auf Tag. Warte mal. Ja und? Ich bin mal freundlich. Guck in die Kiste, da ist was für dich. Eine Reihe mehr, ja, dann kann ich den Stoff wieder reinlegen. Weil bei dir muss ich den Stoff ja gebunkert haben, ey. Sonst nutze den für irgendwas anderes. Ich hab dir jetzt meinen Rucksack gegeben. Auch wenn ich eigentlich Bock gehabt hätte, schon die Armbrust zu erforschen, aber... Nee, nicht für Stoff. Das ist aktuell eine wertvolle Ressource. Dafür gönne ich mir den ersten Bogen. Einfach nur, um gegen die da hinten wehren zu können. Ah, man macht direkt einen 10er-Pack anfallen. Okay. So, Bogen in die Liste. Wie schießt er sich denn? Wie ein Bogen. Ist der Pfeil abgeprallt? Keine Ahnung, mach nochmal. Ja, Nein. Der prallt ab. Der prallt einfach ab, der verdammte Pfeil. Hallo, Pfeil, wo bist du hin? Der ist hier hinten irgendwo hin abgeprallt. Also die kosten nicht viel in der Herstellung. Die kannst du echt billig herstellen, die Pfeile. Ja, ich weiß. 2 Holz, 10 Pfeile. Ich finde das irgendwie fair. So, ich bin weg und du wirst mich nicht finden. Das bin ich nicht. Hallo. Ich hätte gerade so gerne in den Arsch gepiekst mit meinem Küchenmesser. Ich habe mir sowas auch tatsächlich gedacht, dass du sowas vorhast. So, jetzt können die kommen. Jetzt habe ich Pfeil und Bogen. Jetzt kommen die nicht zu uns, sondern wir zu denen. Ich brauche nur ein bisschen Leben.
Ich hab kaum welches. Kommt der? Sehe ich doch von hier. Was? Ich mach die jetzt lang. Ohne mich? Bist du da jetzt wirklich ohne mich hin? Ich schieß die ja nur erstmal runter. So. Darf ich euch mal meinen Bogen vorstellen? Junge, ich schieb den gleich mein Küchenmesser einmal durch den Arsch. Wusstest du übrigens, dass du auch blocken kannst? Ja, hab's irgendwie bisher nicht genutzt. Ich weiß. Ich weiß aber, dass man blocken kann, aber benutzt habe ich es trotzdem nicht. Und du hast dich wieder bei mir einfach teleportiert, du Mieser. Ich glaube, ein Headshot macht keinen Unterschied. Aber ich habe einen schon mal totgeschossen. Okay, ich sehe den nächsten. Aber tatsächlich geht die Anzahl von den Feinden denn auch runter. Lol, Junge, dein Boot hat sich bei mir einmal um 180. Ja, Grad bei mir gedreht. Auch. Also den Schützen oben, den habe ich auf jeden Fall schon totgeschossen. Aber tatsächlich können wir die auch alle ausrotten, die verschiedenen Feinde. Komm auf dein Schiff gerade. Hier ist noch ein Nahkämpfer. Die Pfeile, die spawnen übrigens. Oben müsste noch ein Fernkämpfer sein. Der hat jedenfalls nichts, den ich umgebracht habe. Ne, hier oben ist niemand. Ich glaube, das war der letzte. Aua! Das war ich! Das war ich nicht. Das war ich nicht, der lebt hier noch. Ja, der hat sich gut versteckt. Eine Armbrust. Gib uns doch die Armbrust und nicht deinen scheiß Stoff. Naja, aber der muss uns doch sein Höschen da lassen. Oh, die haben eine Kiste, ich durchsuch die gerade. Oh, zwei Mobiltelefone. Ich habe Kohl und Kartoffeln gefunden. Jetzt legen jetzt deren ganzes Raft. Wir nehmen alles an Planken und so mit. Ich nehme deren Segel mit. Unser erster erfolgreicher Raid. Guck mal, haben noch in einem Stream richtig viel erreicht. Also es wird wie bei Raft sein später, dass ich da wahrscheinlich sehr viel rausschneide. Ich habe einfach ein ganzes Ruderboot hier. Ja, warum müsste ich auseinandernehmen? Oh Junge, ich hab bekommen, was ich wollte. Ich hab mein Schaukelpferd. Ich hab ein verdammtes Schaukelpferd. Endlich! Endlich bin ich stylisch unterwegs! Nein, Junge, ich will auch. Ich kann nichts mehr tragen. Warum hast du eigentlich die Rüstung hier rausgeworfen von dir, die Hose? Weil ich auch eine Jeans gefunden habe und keinen Platz mehr hatte. Ja, hat ja aber zwei Defense. Nein. Dann ist die andere besser. Aber die Lady muss doch stylisch sein. Ach, ich habe auch noch Arbeitshandschuhe da drin gefunden. Du kannst sogar auf die Leichen einfach noch einstechen. Ja, noch mehr Fleisch looten. Mit der Axt bearbeiten, dann holen wir Fleisch aus denen raus. Nee, das geht nicht. Habe ich schon versucht. Kannst denen da kein Fleisch mehr rausholen. Ich glaube, wir haben von denen alles gelootet, was sie hatten. Nee, hier sind noch zwei Sachen, die man abbauen konnte. Also du hast zum Beispiel in der Hütte hier den Holzstuhl vergessen. Ich habe ihn nicht vergessen, meine Tasche war voll. Okay, der hatte ja noch Erdbeeren und Fleisch bei sich. Für mich gibt es jetzt nichts mehr zu holen, aber ich habe jetzt meinen Teppich. Unga, 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 Bunga. Rache ist süß. Süß wie eine Kängkrabbe in meinem Lager. Du hast das nicht gesehen. Auf meinem Boot.
Du bist nämlich reingefahren. Nein, das habe ich nicht gemacht. Gut, du hast nichts gesehen. Alles ist gut. Dann hast du mit meinem Boot mit dem Pfeil abgeschossen, weil irgendwas hat das Boot angestupst. Ich habe nichts dergleichen getan. Doch hast du. Ich habe es nämlich gehört, dass mein Boot beschädigt wurde. Du hast einen Schaden, kann das sein? Ich habe nichts dergleichen getan. Diese Unterstellung tue ich mir nicht an. Musst du aber. Oh, so viel Holz. Oh ja, mein... Oh Junge, der Teppich ist ja mal riesengroß. Hier, guck mal. Und das hatten Mutanten bei sich? Was wollen die damit? Ja, da kann man auch fragen, warum haben sie so ein Schaukelpferd bei sich gehabt? Oh, vor allen Dingen. Den Kohl und die Kartoffeln kann man braten. Unser erstes Fleisch. Alter, naja, Fisch ist eigentlich auch Fleisch, auch wenn manche Veganer den nicht als Fleisch beachten, den Fisch. Also Vegetarier essen durchaus auch Fisch. Frag mich nicht warum. Ich hinterfrag's nicht, die zählen ja als Meeresfrüchte teilweise. Hast du Stoff? Nee. Obwohl, doch, 3. Das reicht, dann gib mal rüber. Ich fülle gerade mehr Wasser in unser Trinkding. Ich drehe die ganze Zeit Kreise schon wieder. Was willst du denn machen? Wenn ich Kohl esse, kriege ich Kohlsamen? Nein. Nein. Hier auf deinem Bett. Ach danke, ich krieg meinen Sack endlich zurück. Nee, das ist eigentlich meiner, den habe ich nämlich hergestellt. So, guck mal, ich kann den Teppich auch einfach auf unser Bett legen. Ich habe hier extra jetzt gerade unsere wunderschöne Nachttischlampe draufgestellt. Damit wir schönes Nachtlicht haben zum Lesen. Unsere? Die ist nur für dich so, wie sie da steht. Aber wenn du so willst... So, ich habe meine. Irgendwie bringen die Fische mehr als das Fleisch. Also... Bei dem gebratenen Vogelfleisch 25 Hunger, 10 Gesundheit und 5 Energie. Da war das andere irgendwie wesentlich besser. Da fragt man sich, woran hat's gelegen? Vor allem die Krabben sind richtig was wert. Die Krabben, die sollten wir immer mitnehmen. Ich habe ja jetzt einen Bogen. Ich gehe mal so einen Malen töten. Die sind wahrscheinlich sogar noch mal besser. Falls du sowas überhaupt töten kannst. Man kann ja auch irgendwie an deren Schuppen kommen für irgendein Rezept. Also ich denke mal schon, dass man die töten kann. Ich glaube nur, dass die mega aggressiv werden, sobald man sie einmal abschießt. Ich fisch deine Materialien nicht aus. Man kann nicht den Bogen unter Wasser benutzen. Nein, wird nicht aggressiv, der schwimmt nur. Als würde es gar nicht passieren. Ich weiß, dass der so normal einfach nur rumschwimmt. Ich habe gerade auf ihn eingestochen und der tut nichts. Ja, weil er kein Damage nimmt. Vielleicht reicht einfach der Holzspeer aber auch nicht aus. Vielleicht klappt es ja mit dem guten Eisenspeer. Ja, ich kann ihn damit töten. Hast du einen getötet? Yep. Man kann unter Wasser nicht den Bogen verwenden. Dafür braucht man wahrscheinlich irgendwas anderes. Also anscheinend brauchst du wirklich den Eisenspeer, damit du die halt hier töten kannst. Hätte auch gerne einen. Eventuell kannst du mit der Armbrust halt unter Wasser schießen. Den Schotteisenspeer sollte ich mir auch einmal herstellen. Ich habe jetzt an sich sogar genug Schuppen, also Fischhaut, für einmal Tauchflossen. Frage ist, ob die sich abnutzen. Ne, es fehlen die Komponenten definitiv. Ist Rüstung also möglich? Außer es ist die. Außer das Zeug gehört in den Slot rein, wo
die 4 Sterne sind neben der Tauchflasche. Wir sollten nicht alles mit Deko zuspammen, ne? Wir haben nicht so extrem viel Platz. Dann bauen wir noch mehr Platz. Ja, der erste Kohl, der gebraten wird. Junge, ich will gleich mal das Marlinfleisch auf den Grill packen. Es gibt so schon 15 Hunger. Wollen wir ein... Ich habe hier Essen auf dem Fluss getan. Einmal das gebratene Fleisch. Wir können uns einmal gemeinsam gönnen. Oh ja. Lecker. Kann man das so außer Hand essen? Ja. Kannst du. Du kannst es ja einfach in die Leiste schmeißen und aus der Leiste fressen. Funktioniert auch mit den Limonaden. Weißt du, was ich lustig finde? Meine Lampe funktioniert wenigstens, deine nicht. Und was heißt das? Deine Lampe ist fake. Die Fackel funktioniert doch. Akzeptier's. Ist da überhaupt ein Samen drin in dem rechten Ding? Ich glaube nicht. Ja, doch. Erdbeeren. Was? Guck auf den Grill. Ist der... Sieht doch einfach aus wie verkohlter Kohl. Junge, ich wollte auch. Ich will meinen Fisch da mal raufschmeißen. Kannst du ja. Nein, kann ich nicht, wenn da wieder dein hässlicher Kohlkopf drauf ist. Der ist nicht hässlich, der ist wunderschön. Okay, wenn du es so willst, dann gehe ich halt nochmal alleine irgendwas raiden. Ich würde zu den Apartmenthäusern wieder gehen und dort ein bisschen sammeln. Ich will Stoff haben. Da kriegt man doch auch dort. Da sind auf jeden Fall nochmal ein paar Algen. Ich nehme auf jeden Fall die Algen mit. Ich hab mir auch mal nebenbei eine Spitzhacke gemacht. Ja, aber wir haben noch nichts, womit wir Erze finden können, also... Ich hab Schwefel gefunden! Ist das noch eher ineffektiv? Ich baue gerade Schwefel ab. Es ist trotzdem eher ineffektiv, jetzt schon eine Spitzhacke zu haben, zwecks Materialien halt. Die baut sich ja nicht ab, also... Das ist mir schon klar, weil sonst wäre es wirklich einfach nur dumm gewesen. Boah, kann man echt viel davon abbauen. So, ich habe ein T-Shirt bekommen. Ja, ich habe auch endlich oben was an. Endlich ist ja nicht mehr oben ohne. Ich muss mir das endlich nicht mal ansehen. Aber deine Sicht hast du mir zugemutet. Hey, du konntest Titten begutachten. Jetzt sagt nicht, ich war flachbrüstig. So, komm schon, ist hier irgendwo noch Stoff? Ich brauche noch einen verdammten Stoff. Oh, das war ein Jakobsmuschelnbau. Das ist ein Brunnen. Ja, Jakobsmuscheln kannst du auch plündern. Ja, ich wusste nur nicht bisher, wie die aussehen. Jetzt weiß ich's. Ein Stein, wo 5 Stück oder so von denen drauf sitzen halt. So, ja, ich habe den finalen Stoff bekommen. Ja, ich habe gerade auch Modell. Richtig viel bekommen. Ich habe einen Modellzug. Shoot, shoot. Shoot, shoot. Sollten dann eventuell wieder ein bisschen ausbauen. Also den Modellzug, den werfe ich dem nächstbesten Vieh an den Kopf. Ich brauche Luft. Tatsächlich nutzen sich die Flossen nicht ab. Dann hätte ich auch gern welche. Allein schon, um schneller zu schwimmen. Ja, also ich merke schon irgendwie einen Unterschied, aber keinen allzu großen Gefühl. Weil sind das einfach nur random Zeitschriften. So, ich muss einmal zum Schiff. Bestimmt sind das irgendwelche Schmuddelheftchen, sonst wären die nicht so viel wert. Wo hast du denn die Flossen hingetan? Hoffentlich ins Boot, dann kann ich sie mir einfach rausnehmen. Also von dem Marlin. Ich hab kein... Das Zeug hab ich bei mir im Inventar. Ich bin nämlich nicht... Den Schwefel braucht man auch für Schwarzpulver. Ja, das war mir schon klar.
Ja, die Pfeile tue ich auch mal. Obwohl, die war nicht bei mir. Ich tue die. Tue das Ausdauergemisch mal da rein. Das trinke ich. Wo bist du denn? Könnte ich mir halt einmal von dir holen. Ach, du bist 10 Jahre von mir weg. Oh Junge, ich habe gerade richtig viel Kleidung in einem Schrank gefunden, ey. Warte Ich mal. kann mir einen neuen Drip anziehen. Entweder nehme ich hier ein Hemd, was mich irgendwie aussehen lässt wie ein Typ mit Titten, oder ich nehme das Shirt, was mich ebenfalls so aussehen lässt. Ich nehme aber das komische Tarnhemd hier, weil das mehr Rüstung hat. Und ich habe High Heels. Ja. Ja. Ziehe ich aber nicht an. Warum denn nicht? Weil ist so. Männer dürfen die auch tragen. Ja, aber sagen wir es mal so, ich habe nicht wirklich Bock, mir die Füße zu ruinieren, wie Frauen das machen. Weil High Heels sind vorne schon ein bisschen sehr eng. So, ich habe jetzt auch endlich einen Schotteisenspeer. Weg mit So, dem Holzspeer, her mit dem ich habe Eisenspeer. einfach ein Hemd mit geschlossenem Kragen C aus einem Bett rausgehauen. Junge, ich habe ordentlich Glas gefunden. Für Oh, den zweiten Kacke. Holzschrank, ey. Ja, ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal unseren Sauerstoff. Unser altes Metallregal mache ich auch direkt. Hallo. Hi. Ich brauche einmal einen Express. Also, darfst du mir erstmal meine Mali-Dinger gleich geben. Nee, weil die in meinem Boot sind, deswegen brauche ich einen Express. Mein Boot ist nämlich nicht so nah dran. Kannst ja mal mittreten, du fauler Sack. Es bringt nichts mitzutreten. Ich kann nämlich nicht mittreten. Im Gegensatz zum Fahrer habe ich nämlich hier keine Steuerung. Dementsprechend kann ich hier auch nichts machen. Ich wollte nicht die Farbe ändern. Ich wollte mir nur die Marlin-Dinger Du irgendwas rausnehmen. Mieser! Du Mieser, Junge. Ich How hab. dare you? Ich nehme mir doch nur die malen Dinger, damit ich endlich mal schneller unter Wasser bin. Niemand ändert die Farbe meines Bootes. Ja, deutlich schneller. Oh, da Ciao. liegt ja Loot. Oh. Das hast du einfach ins Meer geworfen. Wie kannst du nur? Ich würde sagen, was die Natur uns gibt, kriegt die Natur zurück. Die Natur hat mir die Items gegeben, also hat sie sie zurückbekommen. Hast du jetzt das Malumfleisch hier mal auf den Grill werfen wollen? Dann schmeiße ich Das jetzt Mr. mache Krabs ich drauf. gleich. Das mache ich gleich. Ich schmeiß gleich mein Fleisch drauf. Ich will nämlich endlich mal wissen, wie gut das ist. Aber erstmal werden Sachen weggelagert. So, ich hoffe, dass es ganz gut ist. Schon gar nicht mehr wohin mit dem ganzen Scheiß. Jo, also wenn du Wasser hier aus dem Teil rausnimmst mit einer Flasche, kriegst du 40 Wasser. Du hast schon ein Glas in der Flasche, ich habe noch keine. Ich habe mir eine hergestellt. Teil doch wenigstens mal mit mir. Ich habe
auch noch ein bisschen Glas, was du haben kannst. Junge, warum nimmst du alle Klamotten mit? Aber hey, die Hose, die nehme ich. Ich habe die Klamotten nicht mitgenommen, die sind in einer anderen Kiste. Ich pack die gerade nur alle in die Metallkiste, damit sie nicht dort die ganze Zeit sind. Hier ist noch mehr Klamotten. Und du kannst noch mal wieder angeln. Die Krabben sind wertvoller. Was? Hunger 40, Gesundheit 10, Energie 10. Ich leg sie in die Kiste. In die Metallkiste, die ist voll. Also da sind die Krabben wertvoller. Aber guck mal, wir haben mittlerweile so viel, dass wir zwei Lager damit füllen können. Und das nicht mal voll. Ich habe immer noch Schrott im Inventar. Ja, und was ist mit dem Holz? Das Holz, das Lager ist voll. Das ist gut gefüllt. Ja, eines. Ein Holzlager ist voll. Ja, eins und voll und in das andere ist noch ein bisschen was drin. In das andere schmeiße ich jetzt auch rein, wie ich noch Holz habe. So, du, ich kann ein Glas herstellen, eine Wasserflasche. Die kommt in mein Inventar, dann habe ich Wasser zum Mitnehmen. Aber die Art von Lager ist echt unübersichtlich, um zu wissen, wie viel man hat. Ich, falls du auch mehr Wasser schütten willst, ich fülle das jetzt einmal und dann tue ich das Meerwasser in die eine Kiste. Und damit befüllt man ja das Teil. Einer reicht doch. Selber einen Eimer. Wofür? Einer reicht doch. Den hatte ich mir mal hergestellt. Ich höre das böse Zeug. Da, wir werden geradet! Wie können Sie es wagen? Ich habe einen Headshot verteilt! Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du auch mir einen Headshot gegeben hast. Lol, der eine hatte ein paar Probleme, hier überhaupt aufs Festland zu kommen. Aber kann es sein, dass jeder die Viecher für sich nochmal looten kann? Bin tot! Ja, eins ist ein Weibchen. Ja, du wurdest von zwei Weibchen fertig gemacht. Du die kamen Versager. Die kamen von. Ich bin selber ein Weibchen. Einfach von zwei Weibchen fertig gemacht worden. Was für ein Versager. Die kamen von hinten, während ich die hinter dir geschossen sind, abschießen wollte. So was nicht nötig war. Ich habe nicht nach Hilfe gefragt. Ja, aber da war die größere Menge. Okay, die Armbrustbolzen, die brauchen später das andere. Die brauchen Schrott. Will ich eigentlich Mitarbeiter erforschen? Willst du nicht dein Zeug looten? Hm? Hier liegt dein Rucksack noch rum. Sieht man in dem Dunst schlecht. Du hast nicht zufällig noch Stoff? Für einen Seil? Nee. Ah, du hast sie schon erforscht. Ich wollte die Armbrust auch gerade erforschen. Aber ich glaube, die Armbrust wäre wesentlich besser als der Bogen. Ja, es fehlt an sich jetzt noch eine Sache, und zwar Komponenten. Ich lege mich schlafen. Wenn du Komponenten hast, kannst du auch eine Armbrust holen. Du hast eine? Ja, diesmal wollte ich auch Erster sein. Ach, können wir wieder zweimal angeln. Die kamen aber auch aus nichts, ne? Ich hab. Schieß mal auf das Teil da hinten. In die Richtung? Keine Ahnung, wie weit der geflogen ist. Ich meine eigentlich das Teil da.
glaube, ich habe sogar getroffen. Junge, bei der Armbrust sieht man nicht mal, wie die irgendwie fliegen. Und ja, wir können schlafen. Nach die. Ah, hell. Kann man die auch unter Wasser benutzen? Nein, kann man nicht. Irgendeine Möglichkeit wird es später geben. Ja, den Speer. Die Armbrust ist ja wesentlich stärker, ne? Also, wie viel macht dein Bogen Damage? 30 und die Armbrust macht 42. Ja, die ist 12 besser. So, ich habe jetzt auch eine Armbrust. Der Speer ist 8 besser, also die Armbrust macht einen größeren Unterschied als der Speer. So, hat mich jetzt zwar 4 Komponenten gekostet, aber ich habe jetzt auch eine Armbrust. Oh, ich sehe Marlins. Töte es, bevor es Eier legt. Beziehungsweise töte es, nachdem es Eier legt. Wir brauchen ja neue Marlins. Das wäre der erste. Du hast einen tot gemacht. Wir geben immer Gas, sobald man sie einmal anpiekst. Ja, aber glücklicherweise kommen die zurück. So, Nummer 2. Nummer 3. Ist auch schön, dass man das Boot so angezeigt bekommt, ne? In welche Richtung das ist. Ja, sonst werde ich das ziemlich oft verlieren. Ich habe 6 Mal im Fleisch und auch ein bisschen was an Komponenten. Oh, ich habe eine bessere Hose. Ich habe eine Militärhose gefunden. Wenn die tarnfarben ist, brauche ich sie. Wüste. Egal, ich will Tarnfarbe haben. Kauf ich habe schon eine tarnfarbene Jacke. Geh dir kaufen. Ich habe schon eine tarnfarbene Jacke, das ist also meine Hose. Ich habe Shotgun drauf. Also sie heißt eingesteckt Hose. Ja, ich habe... Ach, die Junge, nee. Die habe ich denn schon an. Aber ich frage mich, ob größere Boote später an sich auch mehr lagern können. Ich denke mal, dass das Segelboot richtig viel lagern kann. Ich glaube, das Material, um das zu bauen, hätten wir auch schon mittlerweile. Ist wahrscheinlich auch wesentlich schneller. Ja, das sollte man eigentlich bauen können. Jein, also. Ich hab richtig viel Stoff hier gefunden. Ja, aber das hat auch nur 1000 Haltbarkeit. Unsere aktuellen Boote haben 2000. Aber vielleicht hat das ja einen wesentlich größeren Lagerplatz. Also bauen will ich so oder so einmal. Warte mal, ich fahr mal zurück. Also ich komme gerade zurück. Ich sehe da was sehr groß gewachsen ist bei uns. Ja, aber man kann es immer noch nicht abbauen. Und ich höre die bösen Geräusche. Und ich sehe sie. Hört doch mal auf, die ganze Zeit so rumzuhüpfen. Dieser Rumhüpfer sieht man euch scheiße. Wir müssen die Mutanten echt mal ausrotten gehen.
Wobei die eigentlich eine gute Quelle für Stoff sind, so nebenbei. So, wo ist mein Inventar? Ich weiß es nicht, ich habe kein Licht. Hab es. Ja, standardmäßig. Okay. So, ich will so oder so einmal gebaut haben. Ein Segelboot. Nee, das ist eine ganz normale Truhe. Die hat genauso viel Platz wie unsere bisherigen. Wie schnell ist das denn? Ich mach das Segelboot mal auf grün. Wir können uns auch generell hier lassen, dann haben wir immer so einen Wegweiser, in welche Richtung die Insel ist von uns. Willst du reinkommen? So, wie schnell fährst du? Du musst das Segel schon runterlassen, ne? Oh, schon recht schnell. Na, 50. Kannst das Segel aber auch drehen. Ah! Okay, man fällt vom. Ich falle vom Boot, wenn ich währenddessen aussteige. Also wir haben schon eine Woche überlebt. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich jetzt auf 80 beschleunigt. Ich glaube, ja, wenn du den Wind richtig kriegst. Ist. Nee, mein Segel ist seitlich. Vielleicht hast du den Wind gerade gut gekriegt. Ja, aber mein Segel ist seitlich und ich fahre geradeaus. Komm, das muss doch als Feuer zählen. Ich stehe hier auf einer Fackel. Nee, also das Segelboot feiere ich nicht so. Es hatte doch kurzzeitig 80. Ja. Ja, ansonsten an der Insel lassen und dann haben wir erstens einen Lagerplatz da mehr und zweitens einen Wegweiser. Müssen wir nicht extra auf die Karte gucken. Ach hier, guck mal, hast du einmal auf Mission gedrückt? Ja, das habe ich doch die ganze Zeit schon gesagt. Warte, ein neues Leben, ich finde, ja, jetzt lese ich das nicht mal. Ein neues Leben, ich finde mich am Strand wieder, mit einem pochenden Kopfschmerz und keiner Erinnerung, außer daran, in einem dunklen Raum gefoltert worden zu sein. Überleben hat jetzt oberste Priorität. Aber ich habe nichts, ich werde die Umgebung nach Materialien absuchen, um eine Unterkunft und Werkzeuge zu machen. Ein Bett zum Schlafen und etwas, um meinen Hunger zu stillen, wäre auch großartig. Sind das unsere Kinder? Also, wenn ja, dann würde ich die Rechte auf jeden Fall zur Adoption freigeben. So wie die aussieht. Ja, dieser Gesichtsausdruck sagt mehr als 1000 Worte. Die sagt sowas von, nee, ich habe keinen Bock auf dich. Aber ja, das war unser erster Sunkenland-Stream. Wir werden hier natürlich nochmal demnächst reinschauen. Dann ich bin nochmal gespannt, was... Ich bin auch mal gespannt, was das da für eine Basis ist, die man im Hauptmenü im Hintergrund hat. Das ist wahrscheinlich etwas, das man sich selber bauen kann. Nee, das... Obwohl, nee, wenn man die Säulen anguckt, dann ja nicht. Selbst gebaut ist. Das sieht schon map-eigen aus. Na gut, aber an der Stelle hoffe ich, dass ihr alle Spaß mit dem heutigen Stream hattet. Heute ein bisschen länger, in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so. Da gucken wir dann. Wie gesagt, das ist dann auch mit Absprache, wann ich das mit Akaya mache. Aber würden das schon gucken, dass wir das wöchentlich oder alle 2 Wochen spätestens machen. Also wenn wir dann jede Woche machen, dann aber auch erst ab 19 Uhr und nicht länger als 2 Stunden. Ja, heute wurde ein bisschen länger. Ebenfalls. Bei YouTube später ein Abo und ein Like da lassen. Ich wiederhole nochmal, bei YouTube schneide ich das wesentlich krasser. Der heutige Stream war 3 Stunden lang und bei YouTube wahrscheinlich... Hälfte ungefähr. Bei erster Rough Part beispielsweise, der war glaube ich auch so 4 Stunden lang und da ist gerade mal so eine Stunde auf YouTube erschienen. Also ja, erwarte da schon einen krassen Schnitt. Von YouTube verabschiede ich mich natürlich an der Stelle als erstes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.